Herzlich willkommen zusammen, Freunde, zu einem kleinen Tutorial von der Hof Bergmann und wir sind hier gerade auf der Kirschenplantage. Ich werde euch zeigen, wie ihr die Kirschen ernten könnt und ich werde euch auch zeigen, ob es eventuell was bringt, wenn wir die Kirschen düngen oder kalken, dass wir den Unterschied da auch mal sehen und ob man sonst noch was an den Kirschen machen muss in Sachen Baumpflege etc., damit wir hier möglichst viel Ertrag haben. Und das Ganze treibt man so weit, bis wir dann schlussendlich beim Verkauf sind. Ja, prinzipiell habt ihr hier die schönen Bäume und wenn ihr einfach einen Baum ranlauft, habt ihr sicherlich schon gemerkt, hier kann man nichts machen. Vollkommen richtig. Ihr müsst einmal in den Shop gehen und dann gibt es hier oben einen Punkt Kirschtechnik. Und hier gibt es diesen Wagen zu kaufen. Der kann auch nur Kirschen laden und den braucht ihr für die Ernte. Das ist quasi der Kirschernter. Die Kirschen funktionieren relativ ähnlich wie die Trauben. Bisschen anders, aber hat schon gewisse Ähnlichkeit. Und zwar habt ihr hier diesen Anhänger und ihr fahrt einfach mit diesem Anhänger hier seitlich an so eine Reihe ran. Dann müsst ihr den einmal ausklappen und zwar die Erntemarkierung anschalten. Das wäre dann hier unten dieser kleine Kreis, der sich hier dreht oder nicht dreht. Drehen tut er sich erst, wenn ich B drücke und zwar den Ernter anschalte. Jetzt ist er aktiv. Und jetzt müsst ihr einfach so fahren, dass dieser Kreis in etwa auf der Linie der Baumstämme sich bewegt. So. Zack. Und habt es gesehen? Der Baum wurde geerntet. Das passiert nicht immer genau beim Baumstamm. Manchmal ja, manchmal kurz danach, ist ein bisschen unterschiedlich. Und wir haben jetzt hier 79 Liter geerntet von diesem Baum. Fahren wir hier mal weiter. Von diesem Baum haben wir jetzt mehr geerntet. Das waren hier schon 95, 96 Liter rum. Und hier oben. Zack. Da waren es dann auch nochmal 95 Liter. Also, wir können festhalten, was wir rein von einem Baum ernten, das ist unterschiedlich. Aber jetzt bei der Reihe ganz grob mal, bei den letzten zweien waren es 95 Liter. Und schaut mal her, wir haben hier auch Bodendaten tatsächlich. Ich habe hier, damit ich die Bodendaten habe, zunächst mal die Precision Farming Karte gekauft und darauf sieht man dann auch, hey, hier pH-Wert und Stickstoffwert. Ihr seht auch in der Reihe, wo ich jetzt war, die ist original, da war nichts. Aber in dem Bereich hier habe ich quasi gekalkt und hier drüben in dem Bereich habe ich gedüngt. Das heißt, wir haben hier eine Reihe, die ist nur gekalkt, wir haben hier eine Reihe, da ist beides passiert und wir haben hier drüben eine Reihe, da wurde nur gedüngt. Und da werden wir gleich mal hinspringen und werden uns dort auch anschauen, wie das Ganze so funktioniert, ob wir da mehr ernten. Wenn wir mal die Kirschen hier anschauen, sehen richtig schick aus, muss ich sagen. Ihr könnt jetzt quasi mit diesem Ernter direkt zur Verkaufsstation fahren. Wäre eine Option. Und zwar, da gibt es ja mehrere, könnt ihr nachschauen. Können wir auch gemeinsam kurz machen. Können wir verkaufen bei der Brennerei, bei der Bäckerei, im Supermarkt und bei Ellas Dorfladen. Und bei Ellas Dorfladen habe ich auch ein bisschen was vorbereitet. Wir können nämlich hier hinfahren mit den Kirschen direkt hier vor den Abgabepunkten. Dann drücken wir einfach I zum Abladen. Zack. Und direkt wird es verkauft. Haben jetzt 5,2 bekommen plus nochmal 1,7 sind dann ganz grob überschlagen 7.000 Euro für 4.000 Liter Kirschen auf Schwierigkeitsgrad leicht. So weit, so gut. Das wäre eine relativ einfache Möglichkeit, da große Mengen Kirschen loszuwerden. Die zweite Möglichkeit, die ihr habt, ist quasi, dass wir, wenn wir hier oben wieder sind, hier jetzt auch mitten auf dem Feld I drücken können und dann
spawnt einfach hier eine Kiste. Die ist jetzt nicht ganz voll. Ich hatte hier unten ein paar volle stehen, also eine Kiste beinhaltet 1000 Liter. Und da sind dann eure schönen Kirschen drin. Und die könnt ihr jetzt mit dem Teleskoplader, Radlader oder ähnliches auf einen Anhänger aufladen und dann einen großen Anhänger voll ab zum Verkaufspunkt fahren. So, würde ich sagen, wir schauen uns mal noch an, ob wir da drüben mehr ernten. Jetzt muss ich kurz schauen, wo ich bin. Schauen wir nochmal auf die Precision Farming Daten, dass wir hier auch nichts falsch machen. Genau, wenn ich hier jetzt runterfahre, da ist nur gekalkt. So, da hängt nichts drauf, aber da vorne kommt was. Seht auch so ein bisschen an der Bodentextur, dass hier gekalkt wurde. 147. Und der nächste Baum sind dann 240. Also es waren 147 und dann nochmal 100 dazu. Also hier an der Stelle muss ich jetzt tatsächlich sagen, jetzt sind wir nur bei rund 80 gewesen, wurde ein bisschen weniger. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das System funktioniert. Ob der jetzt irgendwie einzelne Bäume erkennt. Ich glaube eher, dass der so Teilbereiche erkennt und auf jedem Teilbereich, den wir abfahren, können wir eine gewisse Menge ernten. Und deshalb haben wir so Schwankungen, weil wir jetzt quasi hier oben den ersten Baum so ein bisschen ausgelassen haben. Aber jetzt über die Stichprobe von ein paar mehr Bäumen haben wir ja feststellen können, dass wir quasi keine signifikante Steigerung an Mehrertrag von Kirschen haben. Also gegen Ende, die letzten zwei Bäume waren wir wieder so bei 85, 90 rum, was wir hier geerntet haben. Jetzt würde ich sagen, hier, da ist einmal gekalkt und da ist gedüngt. Schalten wir unsere Maschine wieder an und fahren hier mal drüber, 106. 204, also hier kamen nochmal 100 oder 98 dazu. 301, auch wieder 98. 402. Ja, so rund 99 pro Baum kommen hier dazu, wo wir beides gemacht haben. Und wenn ich jetzt hier rüber fahre, machen wir nochmal den Ernter hier aus, nicht dass wir hier irgendwelche Daten verfälschen. Hier ganz drüben habe ich ja nur gedüngt und keinen Kalk gestreut. So, da können wir hier mal anschalten. 130 ist wieder mal eine große Portion mehr. 332. Also hier ist schon krass zu sehen. Deutlich mehr wie seither, obwohl wir an der Stelle nur gedüngt haben und kein Kalk gestreut haben. Also, was ist die Schlussfolgerung daraus? Es gibt noch weitere Einflussfaktoren. Schauen wir auf die Bodenart. Ja, die Bodenart kann es nicht sein, die ist auch gleich. Wir können uns den Boden mal im Detail anschauen. Ihr seht hier 200 Kilogramm Stickstoff und pH-Wert ist 6,12. Hier drüben 6,7 und 200. Und dann nochmal ein Stückchen weiter war das hier. Kein Stickstoff und 6,7 an Kalk. Und hier noch weiter drüben 20 Stickstoff und 6,125. Also die Daten sind gleich. Wenn wir uns die Bäume anschauen, die Bäume teilweise sehen sie ein bisschen anders aus. Irgendwas gibt es ja, was noch als zusätzlicher Einflussfaktor
hier uns mit reinspielt, dass wir jetzt hier zum Beispiel plötzlich mehr ernten. Denn eigentlich hätte ich jetzt hier nicht erwartet, dass wir deutlich mehr ernten. Von dem her werde ich den Test hier kurz nochmal ein bisschen anders aufbauen. So, und zwar haben wir hier die äußerste Reihe, also hier ganz hinten. Die ist komplett clean. Wir haben hier denselben Boden und wir haben hier, ja, klar ist hier ein bisschen anderer Dünger wie hier. Aber wir werden jetzt hier einfach mal eine gewisse Anzahl an Bäume runterfahren. Dann werde ich hier düngen und dann werde ich hier den Spielstand neu laden, beziehungsweise neu laden, bevor ich dünge. Und dann haben wir eine Referenz. Wir machen einfach mal 4 Bäume, was hierbei rumkommt. Also einmal ohne alles. 126. 176. 317. Und da war ich jetzt, glaube ich, ein bisschen außerhalb der Reihe. Deshalb hat er den nicht genommen. Zack. 408. Wir sind jetzt hier an dem Punkt und haben genau 4 Bäume geerntet. Und jetzt düngen wir mal kurz. So, ich habe jetzt die Reihe hier einmal gedüngt. Ihr seht es, 200 Kilogramm. Der pH-Wert hat sich nicht verändert. Wir können es auch nochmal hier in Precision Farming anschauen. Den Teil hier habe ich einmal gedüngt. Und dann würde ich sagen, wir schalten unser Gerät wieder ein und fahren hier auch mal drüber. Vorher war 126 der erste Baum. Haben wir schon mal mehr. 147. 204. Und wir erinnern uns, 408 hatten wir beim ersten Durchlauf. Und jetzt haben wir 474. Also schon mal eine ordentliche Hausnummer mehr. Können wir uns am Ende noch in Prozent ausrechnen. So, jetzt dasselbe nochmal. Diesmal nicht gedüngt, sondern nur Kalk ausgebracht. Seht ihr hier entsprechend. Können auch hier reinschauen. Einmal schön die Reihe. Ich habe es sogar von beiden Seiten, weil der Streuer ist so schmal, dass er nicht komplett beide Seiten oder die komplette Breite auf einmal abdecken konnte. Schauen wir mal, wie viel das hierbei rumkommt. Ich erwarte irgendwas zwischen den letzten beiden Werten. 126, ja. 176, vielleicht aber auch nicht mehr. 317, 408, okay. Das heißt, Kalken scheint, oder nur Kalken zumindest, scheint erstmal absolut keinen Unterschied zu machen. Ihr seht auch hier, wo ich jetzt geerntet habe, der hat dann hier in gewissen Segmenten den Kalk wieder abgetragen. So, da ist wieder und da ist er weg. Also scheinbar scheint der Erntepunkt für ihn hier zu sein, kurz nach dem Baum. Vielleicht können wir uns das sogar mal visualisieren lassen. Ja genau, der rote Kasten hier wird wohl der Erntebereich sein, den müssen wir abfahren. Und wenn ihr über den roten Bereich drüber gefahren seid und am Ende seid, dann bekommt ihr die ganzen Kirschen gut geschrieben. So, diesmal habe ich beides gemacht, gedüngt und einmal gekalkt. Und jetzt fahren wir zum Abschluss nochmal drüber. Was wir auch sehen ist ja, erwarteter Ertrag 123%, Ertragspotenzial 125%. Und wer meine Oliven- und Traubentests kennt, der weiß, die letzten 2%, die haben wir nie hinbekommen bei Trauben und Oliven. Das ist ein Mysterium, die sind immer verschollen geblieben. Schauen wir mal, wie viel das wir jetzt hier ernten. Scheint mir ja wieder so viel zu sein wie vorher. 474 wird mal rauskommen. Genau, so ist es auch. Ja, das heißt, wenn wir quasi nicht düngen, haben wir einen Basisertrag und wenn wir zusätzlich düngen, ernten wir 15% mehr. 408 zu 374, der Unterschied ist genau 15%. Das ist auf alle Fälle schon mal eine sehr, sehr interessante Erkenntnis. Was gibt es ansonsten zu den Kirschen noch anzumerken? Ja,
Wenn ihr in einem anderen Monat seid, dann verändern die sich auch optisch. Also jetzt im Herbst werden die Blätter dann rötlich und irgendwann fallen sie ab. Und was ich auch noch gesehen habe, ist, es ist sogar im Wachstumskalender eingetragen. Also im Juli und August könnt ihr die Kirschen ernten. Und hier ist ein Saatzeitpunkt eingetragen. Es ist allerdings bei den Kirschen nicht so, dass das bedeutet, hey, ihr könnt in diesem Zeitraum jetzt hergehen und könnt hier irgendwelche Kirschenbäume bauen. Also in der Plantagen gibt es keinen. Ich habe hier auch schon komplett durchgeschaut. Selbst im Landschaftsbau Bau unter Bäume gibt es keine Kirschenbäume. Also ich habe jetzt tatsächlich nichts gefunden, wie wir die Kirschenbäume hier einmal setzen könnten. Nicht mal im Shop hier bei den Setzlingen hier sind Kirschen dabei oder hier irgendwie als extra Setzlinge wie die Sylphie. Da gibt es nichts. Also können wir wohl keine neuen Bäumchen pflanzen. Sobald dann quasi der Winter überstanden ist und der Frühjahr da ist im April, fangen die Kirschen sogar anfangen zu blühen, ohne dass ihr irgendwie was tun müsst. Funktioniert vollautomatisch. Das Einzige ist tatsächlich, ja, die Blüten sind ein bisschen wenig, könnten für mein Empfinden für Kirschblüten ein paar mehr sein, aber definitiv ein sehr, sehr schickes, nettes Gimmick. Und sobald wir dann quasi wieder Juni, Juli haben, sind die Kirschen wieder reif. Also das Einzige, was ihr tun müsst, wäre hier einmal düngen. Wer jetzt natürlich noch irgendwie ein bisschen optisch hier was schön machen will, der kann natürlich auch zwischen den Reihen ab und an mal mulchen und so kleine Feinarbeiten machen. Aber ja, das wäre es soweit. Ich hoffe, euch hat die kleine Anleitung hier mit Test quasi gefallen. Das Ganze werde ich für die ganzen anderen neuen Dinge, die es hier auf der Karte gibt, auch noch so im Detail machen. Falls euch das interessiert und ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann macht es unbedingt. Und dann würde ich sagen, Daumen hoch da lassen noch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin, euer Iltis. Ciao, ciao.